mit diesem wunderschönen Blick über Marksburg geht's weiter. Hui, wir sind immer noch auf der Suche nach, wie heißt es, nach der Person, die hinter Julius her ist. Wer auch immer das sein soll, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ja, wir haben Ludwig als Anführer, soll so recht sein. Wir können, glaube ich, sowieso nicht wechseln, solange wir innerhalb dieses Ortes sind. Moment, der war da unten, genau. Auftragsbörse gibt's nichts, deswegen lassen wir das alles gekonnt aus. Die Kinder nehmen wir noch mit. Hallo! Eine nette Reporterin gab mir was Süßes. Das war so lecker. Sie behauptet, es stamme von einem Ort namens Raisin Maxia oder so ähnlich. Ich habe noch nie davon gehört. Aha. Ich frage mich, ob diese nette Dame diesen Julius gefunden hat oder wenn wen auch immer sie gesucht hat. Ei, eine Frau sucht ihn. Okay. Die kennen wir. Hauptgeschichte fortsetzen? Ja, bitte. Kapitel 4, das Monster in der Gasse. Verdammt, ich hätte mal speichern sollen. Hey ho! Nothing to see here. Move along. What the heck are you doing, Leia? Jude? Were you talking to that kitty? Not exactly. I need to catch it for a special assignment. I thought you were a newspaper reporter, Leia. What gives? I told you it's a special assignment. Oh mein Gott, eine Sondermission. Ich muss es für eine Sondermission einfangen. Du siehst aus wie eine Das sieht aus wie eine Aufgabe für Rolo. Ich fange die Katze für dich. Rolo, auf geht's. Das fette Viech passt wahrscheinlich gar nicht in den Gang rein. Wetten, der bleibt stecken. Look who made a new kitty friend. Now I got you, Julius. Julius? Uh-huh. That's his name. Julius Katzenstein the Third. That's Julius? Uh-huh. The third one, apparently. I've been asking all over about this cat. So, the person asking a lot of questions about Julius is Leia. Anyhow, thanks, guys. This cat belongs to our biggest advertiser. Where are my manners? This is Luger Kresnik. My name's Al, and this here is Rolo. I'm Leia Rolando. It's a pleasure to meet all of you. So, Leia, are you a cat catcher? Huh? No way! I'm a newspaper reporter. Think of me as a truth catcher. It's an honorable job. Hört sich spannend an. Have you heard anything about the train hijacking? That right there's the story of the decade. Last I heard, they put out a warrant for that spurious bigwig, Julius Kresnik, I think. Wait, Julius Kresnik? Ja, die Erleuchtung. Did you step into trouble again? But Luger is. I know, I know. He's a friend of yours. Come on. Duval. I have an informant there. She's super duper in the know. So I'll introduce you guys. Oh, right, now we're getting somewhere. Woo! Klasse Sache, also wieder zurück nach Duval. Was ist jetzt hier schon? Durch die Entscheidungen, die du bei Ereignissen und Plaudereien triffst, kannst du Ludgers Freundschaft mit den anderen Figuren vertiefen. Die Freundschaft kann auch durch das Verbinden im Kampf steigen. Du kannst den Freundschaftswert jedoch nur einmal pro Plauderei erhöhen. Wenn du deine Freundschaft mit anderen Figuren vertiefst, werden bestimmt ganz tolle Sachen passieren. Juhu! Du kannst den aktuellen Freundschaftswert der anderen Figuren ansehen, indem du auf Ludgers Statusbildschirm Viereck drückst. Nun gut, wenn sie uns das jetzt mal so anbieten. Oh no, he got away. After all that work. Schade, ich hab gedacht, das wäre jetzt die Superkatze. Also in Ludgers Statusmenü, also hier, Freundschaft. Mit Jude. Heißt es jetzt, wir sind verknallt in ihn? Was sollen diese Herzchen bedeuten? Oh Gott, wir sind, ja, Best Friends mit Jude. Bei denen kann ich das nicht angucken, oder wie? Nee.
Verteidigungsattribute hat er jetzt gegen dieses Hämmerlein und gegen das Schwert. Ich weiß gar nicht mehr, was das für, wie die richtig heißen, Schlag und Hieb, keine Ahnung. Und unsere Mission heißt, trifft den Informanten am Bahnhof Duval. Also war es jetzt hier schon in Marx? Ups. Oh nein, er ist es. Sure, I feel you, kitty. Stimmt, der kann mit Katzen, der kann mit Tieren reden. Nothing but one big litter box. Ivor? He's talking to what's his name the third. Quick, grab that cat for me. Huh? And there it goes. Hey. Ich habe eine fiese Waffe. See that? Even the deadliest creatures run in fear of my mighty weapon. Don't be afraidy cat. Thanks. I bet you don't even know which end is up on that thing. Oh nein, oh Gott, oh Gott. Ich muss jetzt gegen ihn kämpfen. Während des Kampfes gibt es eine Anleitung. Ja, wegen mir, dann komm rein. Take up your sledgehammer. Halte L1 gedrückt und drücke R1, um zu einem Vorschaukammer zu wechseln. Ah, so wechsle ich jetzt Waffen. Weiter. Um zu den Doppelklingen zurückzuwechseln, wiederhole diese Tastenkombination und halte L1 gedrückt und drücke... Hä? Und halte L... Wieso muss ich da R2? Hä, da passiert gar nichts. Oder halte L1 gedrückt und drücke R2. Da passiert nichts. Was soll denn das? Um zu den Doppelklingen zurückzuwechseln, wiederhole diese Tastenkombination oder halte L1 gedrückt und drücke R2. Da passiert aber nichts, wenn ich das mache. Es geht nur... Es geht gar nichts mehr. Egal. Vorschlaghämmer haben eine unheimlich große Reichweite und sind sehr effektiv, wenn du umzingelt bist. Sie können auch die gegnerische Abwehr oder Standhaftigkeit zurück zerschlagen. Ah, jetzt geht's los. Da die Schwäche gegen den Hammer, das ist gut. Bam. Boah. Verdammt, schon wieder irgendwie. Irgendwie, ich glaube, meine Taste spielt. Irgendwas passt gerade dem nicht. Er macht aber coole Moves irgendwie. Hat aber andere, jetzt muss ich mal gucken, hat auch andere Arts irgendwie jetzt da. Natürlich, vernichtender Schlag, machtvoller Schwung. Jetzt muss ich mal gucken. Das wäre nach oben, das ist nach unten. Erzeugt einen heilenden Kreis. Die verbindete Heil, das bringt mir nichts. Lade deinen Hammer auf. Und bringt's nach oben. Oder nur Kreis eigentlich zu drücken, weil der ist ja gegen Schammer schwach. Zack, da frisst, da frisst. Und da frisst. Und dann frisst nochmal. Bam! Das ist voll fies, ey. Wow, jetzt kommt er. Bam! Aber er ist irgendwie gelähmt. Bam! Und tritt nach oben. Und da flieg weg. Gut, es war mega schlecht, aber... Gut, muss man erstmal gucken, wie man es eigentlich richtig macht. Nietenstiel und ein Tropfstein. Yes, da kann ich neue Fähigkeiten lernen. Machtvoller Schwung, Level 1. Das ist kompliziert, da muss ich jetzt ganz unterschiedliche Arts auch einstellen. Oh Gott, da komme ich ja total durcheinander. So, you do know which end is which. But I'm warning you. Don't go swinging that thing around town. Some people have no consideration, I swear. So Ivor's working here in Olympias. What are you gonna do about the cat? Oh, come on. We have more important things to worry about, don't we? Now, off to Duval. Hey, da hinten. Das haumelt immer noch. Yeah, wir können jetzt mit Leia zocken. Das ist aber mega cool. Endlich. Und unsere Freundschaft mit Leia ist noch nicht so vertieft. Und jetzt muss ich trotzdem nochmal gucken, meine Arts. Wie stelle ich denn das jetzt ein? Jetzt... machtvoller Schwung. Mit ihr kann ich eigentlich... Wie sehe ich denn das jetzt, wenn ich meine Waffe wechseln würde? Doppelklinge. Ah, okay. Steht hier gar nicht. Wir machen... Ah doch, mit zwei L2 da oben steht es doch. Na gut. Machtvoller Schwung. Mit dir kann ich irgendwie anscheinend nur mit dem Hammer kämpfen. Oh Gott, ist das complicated jetzt langsam.
Ich kann heilen, das finde ich auch mal mega merkwürdig mit ihm. Erzeuge einen heilenden Kreis, um alle Verbündeten in Reichweite wiederherzustellen. Gut, machst du den Schlag und dann vernichtender Schlag. Mehr kann ich eigentlich noch nicht. Ich habe so ein komisches Ding da bekommen. Gletscher hat sie. Tropfstein, Rüstungszermalmer. Ich will aber zuerst die Azurschneide noch lernen. Oh Gott, das wird total verwirrend. Moment, was habe ich denn eigentlich? Wie weit sind wir denn hier eigentlich? Dauert noch ein bisschen. Wow, hier geht es immer mega ab für ihn. Cerberus Schlag Plus und dann gleich nochmal Cerberus Schlag Plus. Und Leia hat Gletscher. Wow, 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 wow. Die lernt ja auch Cerberus Schlag. Aha. Na gut, lassen wir es jetzt einfach mal so. Ich habe keinen Dunst, was ich hier mache. Ich will nachher mal mit ihr kämpfen. Das ist bestimmt cool. Unsere Mission heißt immer noch, trifft den Informanten am Bahnhof. Nur gut, das machen wir einfach. Mit einer Fahrkarte zurück, kostet uns ja nichts. Ja, 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 wir sind ja schon unterwegs. Leia, die Reporterin. The terrible untold truth behind Terra's train tragedy. Investigative journalist Leia Rolando unravels the shocking mystery. Leia, what are you writing? Just jotting down some notes for an article. An article? You're like a reporter. Hey, there's no like about it. But those aren't articles, they're just dramatic headlines. You can't write a story to match a predetermined conclusion. Hey, professional journalists don't accept unsolicited advice from amateurs, mister. So as a professional, are you hitting your deadlines? You can't just copy off my homework the morning before class like you used to. Zip it, Jude. Why do you hate the free press so much? What does any of this have to do with the free press? I'm talking about professional responsibility here. What's with Jude and Leia? They're like... Ein altes Ehepaar, Mutter und Tochter. Nein, ein altes Ehepaar. Logisch. Married? Whatever could you be talking about? Seriously now, do we really look like that? Wow, Leia's strong. Oh, sorry, it wasn't on purpose. In Leia's case, the staff is mightier than yes, mit dem geilen Kampfstab. Okay, freue ich mich schon tierisch drauf. Ich fand Leia schon im ersten Teil ziemlich cool. Und wir speichern mal. Ich habe schon Ewigkeiten nicht mehr gespeichert. Oh Gott. Es läuft gerade alles über Schnellspeichern. Und wir können unsere Waffe wechseln. Mit den anderen kann ich keine Waffe wechseln. Das heißt, mit denen habe ich immer den Nachteil, dass ich eigentlich immer nur auf, ja, entweder auf Hieb oder Schwert oder Pistolen angewiesen bin und die nicht wechseln kann. Moment, wo... Ach, hier sind die komischen Schalter. Ja, bitte prüfen und nach Duval bitte. Es ist schön, dass wir es immer sehen, wie er in den Zug einsteigt. Immer alleine. Trifft den Informanten am Bahnhof von Duval. Na gut, das ist auch mal zwei Schritte, wird schon irgendwas passieren. Ah ne, Moment, das war doch schon. Was ist denn das für ein Informant? Eine Informantin? I figured you were a no-show. Sorry, I'm late. So, this is your informant? Yep, Jude, meet Jolene. Call me whatever you want, cutie. Oh je. Anyway, you know why we're here. The train hijacking, right? Maybe I know something, maybe I don't. I'm guessing it depends on whether we have money or info to trade, right? Hey. Hey, was ist los? Müssen wir auch noch bezahlen, so oder was? So that's the real story. It's true, I saw it all too. Oh, girl. Good stuff. Guess it's my turn to share. Word on the street is, Brot's been funneling a certain something-something to Exodus. Brot? That's the name of the government around these parts, right, Jolene? Supposedly. Meaning? No dice. I like living. What are they sending? Weapons? Nope. Guess again. Spirit fossils and boosters. Say what now? Oh, nein. That's right, kids. The next-gen stuff that's supposed to replace current Spirex technology. Whoa. Stop the press. This guy looks familiar. I suppose he does. This is Jude Mathis, the Spirite researcher.
Mom always wanted me to meet a doctor. You make me feel all chatty. Wow, Jude, you're like a celebrity. Rumor has it there's a demon prowling the alleyways of Duval. He looks just like a regular guy on the outside, but I hear he's hiding some monstrous power. He uses it to stalk his prey. My glasses guy. Word is, even some of Brat's heavies have fallen victim. I just wrote it off as an urban legend, but maybe it's connected to the train hijacking after all. Der Haftbefehl. Put it out of your mind. Put it out of your mind. Are you having trouble dealing with the train incident? That certainly was scary. No, it's not that. I can't forget those pictures on Ich auch nicht. They were so horrible. Oh, the wanted posters? I imagine Ivor stuck them up after he snuck in. Wanted posters? Were those supposed to be some twisted version of Luger and Glasses Guy? I'm not sure if that was the intention. Did you see them, Luger? Und ob ich die gesehen habe. Die sahen nicht so toll aus. That's the one. Get that out of here! I'm trying to forget! Odd that they're in the same style as the wanted posters in Risa Maxi. Why don't they just use photos? Luger, take a picture of yourself and bring it to the police. Maybe they'll replace it if you ask. Genau. What? Illustrations are supposed to be better at conveying the true essence of the subject. Or so I've heard. So that's the true essence of Luger and Glasses Guy? God. That's even scarier than their creepy spear forms. Really? Maybe when criminals are confronted with these wanted posters, a lot of them crack and turn themselves in. Das wären aber merkwürdige Kriminelle. Nun gut, wir sind auch kein wirklicher Krimineller. Können die Gerüchte stimmen? Geh zur Seitengasse in Duval. Jupp, was anderes haben wir sonst noch nicht zu tun. Spursers haben wir nicht vor. In die Seitengasse. Ich habe da doch schon mal jemanden mit jemandem gesprochen, der über Brad. Ich habe gedacht, das wäre eine Person gewesen. Wir haben aber schon mal über diese Organisation gesprochen. Das war doch hier so ein Typ. Der gute Mann hier. Was für ein Idiot, der so etwas in dieser Stadt versucht. Brad wird ihn aufspüren. Genau. Okay. In welche Seitengasse muss ich jetzt? Ah, anscheinend die. So is this the demon's stomping grounds? I really hope it's not. What, are you scared? No way, I ain't a fraidy cat. Besides, it might help us get to Canaan. But it's not the only thing I'm curious about. What reason does Exodus have for gathering the materials to make spyrites? What's that, Chief? Did someone say spyrites? If you fine folks have got the gall to spend, then I've got the goods. You mean to say you're peddling spirit fossils? You bet. Only lesser spirit class ones, though. Speaking of that, have you heard anything about people gathering spirit fossils recently? Don't beat around the bush. You mean Exodus, right? Don't move, Dr. Mathis. We're taking you into custody unless you try something foolish. In broad daylight? Doesn't matter. Abends wär's uns lieber. Die Kerle wollen Ärger. Können sie haben. These men. Brat agents. Jude Redden, was wollt ihr von Jude? Volle Kanne drauf. Jude Redden. Jude Redden. Komm jetzt. Wirf Rolo. Boah, wie fies. Nein, sie schreit um ihr Leben. Jetzt verwandeln wir uns wieder, oder was? Nee, hä? Die Zeit steht still. Was ist denn jetzt los? Haben wir jetzt uns in der... Die Zeit zurückgespult. Was war denn jetzt? Huh? What just happened? Wait a minute. Ah, tatsächlich. Irgendwie haben wir die Zeit zurückgespult. Hey, what's the matter, buddy? You look like you've just seen a ghost.
Das hält ihn aber gleich auf, ja. I get why you and Exodus hate me so much, but if you can't trust us, then at least trust in the Spyrites. That's all I ask of you. We're so close to making them work. So glücklich sind sie darüber nicht. Curse that Jolene. She must have ratted us out. Kriegen wir jetzt unsere Schusswaffen? Yeah, Rolo kämpft auch mit. Auf geht's. Hallo, was ist denn jetzt eigentlich? No mercy. Very well. Ah, den kennen wir auch. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag. Jetzt treffen wir ja bald alle. Spirit Arts! A close one, this. It's Rowan! Oh, da hat sich aber nicht arg verändert. An old friend and traveling buddy. Rowan's super smart. He knows everything. So he knows where the land of Canaan is? The land of Canaan, you say? That's right, old-timer. It's a magical place that grants people wishes. Do tell. Well, I got a wish for that Canaan place to grant. Death to all Risa Maxia scum. Every last one of them. Anybody who looks at you art-wielding monsters and thinks you're people like us is crazy. Quite right. Don't look! Uh-huh. What did you just do? Krasse. Need you ask? Elise, Gaius, Lady Drissel. I must avenge their deaths. I must atone for dispelling the schism. Hä? Was ist jetzt passiert? Hä? No, not like this. Sind die tot? Those two must perish as well. This man isn't Rowan. Truly, every last Olympian must be sent to their doom. Okay. Ich hab schon gedacht, was ist jetzt los? Kann doch nicht sein. Sieht fies aus, der Typ ist bestimmt doch mega mächtig. Jetzt wird's wieder complicated. Wir müssen mal gucken. Das gegen Hammerschwach und gegen Feuer. Resistenz Wasser. Und wir verbinden uns mit Lea. Ups, das wollte ich gar nicht. Stehlen. Was war da? Stehlen unmöglich oder stehlen unnötig? Ach man, ich drücke immer nach unten. Irgendwie finde ich das mit dem Hammer irgendwie noch ein bisschen umständlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. So langsam. Ich mag es lieber, wenn es schnell geht. Aber mit Schub geht es irgendwie ab. Aber irgendwie kriege ich gar keine verwundene Arzt hin. Das dauert ja ewig, bis man da mal was geschafft hat. Ja, jetzt friss endlich. Wow, das war aber ordentlich. Ja, meine Schwerlichkeit jetzt mit. Geht mal deutlich schneller. Der Jude auch noch die Faust kann, ist es ja eigentlich egal. Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich von Anfang an mit den Schwertern gekämpft. Boah, ich muss mal wieder ein bisschen kämpfen gehen. Ich muss mal mit... Oh Gott, ich habe drei Charakter. Ich bin total verwirrt. Finstertrunk. Verbindungsvorteile. Wenn du dich im verbundenen Zustand teilst oder Schaden erleidest, überträgt sich ein Teil davon auf deinen Partner. Je länger ihr miteinander verbunden seid, desto mehr KP und desto weniger Schaden werden übertragen. Übertragbare magische Krankheiten, zum Beispiel Verbrennung, lassen ebenfalls schneller wieder nach. Okay. You've gotten stronger. I'm getting stronger. Level up. This is the result für alle. Of my hard work. Heck yeah. Und tot dem komischen Viech, was auch immer das ist.
People don't just vanish into thin air. Well, they must be hiding around here somewhere, so find them. Wie, jetzt sehen sie uns nicht mehr? What did you monsters do? It's more of that spirit art trickery. You really are monsters, aren't you? Hallo? Total merkwürdig alles gerade. Jetzt kommen hier die richtigen. Von wegen Tod. You're going to tell me something. Why is Exodus so intent on gathering Spyrite materials? Imagine if they unleashed an out-of-control Spyrite on the world. Everyone would see the danger in it. Public support would vanish in a flash. Indeed they would. The plan is a cunning one. Hold on a sec. You're not gonna kill us? We are not the monsters you think we are. Nothing changes overnight. It would appear that hatred of Risa Maxia runs deep within the veins of this city. Maybe you could go to the land of Canaan and wish the hate away. Sicher. The land of Canaan is a magical place that grants wishes for people. Quite the locale, that. Alas, the power to alter men's hearts in the blink of an eye would be frightening indeed. We could easily wish away that which makes us human. Ah. It's okay. These two are the real deal. Rowan, Gaius, thank you. Erston. Huh? At the moment, I'm just a man about town, much like any other. Please, call me Erston. His Highness is traveling incognito to get a sense of public opinion in Olympias. Na, die öffentliche Meinung ist nicht so gut. Can you really do that? I mean, you are the king of Risa Maxia. King? I've never gotten to see a real king before. Wie sprichst du ihn an? Danke, Ersten. Ihr wart eine große Hilfe, eure Hoheit. Ja. My pleasure. He can be stubborn as a child, this one. What was that, Rowan? Nothing. Hey, I just thought of something. Do you think that demon of the alleyways was Ersten here? You mean it could have been? But the scary Rowan looked like the glasses guy, too. The scary me? Well, you see. Interesting. It would seem you've gotten yourselves wrapped up in some sort of paranormal phenomena. Your thoughts, Rowan? Something's afoot. Based on? A hunch. Good enough for me. Now get to the bottom of it. As you wish. Alles klar, wir kümmern uns drum. Would you be so kind as to allow me to accompany you henceforth? Hallo? So ein alter Kerl, aber natürlich darfst du mitkommen. I'm Rowan Ilbert. A pleasure to make your acquaintances. Verdammt, es geht Schlag auf Schlag. Jude. I know. I can't let Exodus get me down. I'll perfect the Spyrite tech and prove them wrong. Whoa. Let's pay Balin a visit. We conducted Spyrite research together back in Helioborg. Da treffen wir bestimmt auch nochmal jemanden, wahrscheinlich Alvin. Kapitel 4, das Monster in der Gasse, Ende. Und tatsächlich, Rowan hat sich unserem Team angeschlossen. Rock, beat, scissors, I win again. That's six times in a... meine Güte, es geht Schlag auf Schlag. Er ist ja eher auf Magie ausgelegt. Nun gut.
Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen kämpfen, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich schon 4 Teammitglieder. Wir haben es möglich gemacht, dass das Schisma aufgehoben wurde. Ich kann sehen, dass vor allem Jude sich für vieles von dem, was passiert ist, verantwortlich fühlt. Das lässt mich hoffen, dass das Land Kanan, ein Ort, an dem Wünsche in Erfüllung gehen, wirklich existiert. Weißt du? You've certainly matured into quite a dependable man over the last year. Nun gut, ich kämpfe wahrscheinlich ein bisschen, mache ein paar Missionen und dann zieht man sich wieder. Dann geht's nach Heliaburg. Also, bis dahin. Ade. Ciao.